Ja, weiter geht's hier bei Mafia Nummer 3. Beim letzten Mal haben wir hier mit der Frau geredet, glaube ich. Die denken, ich weiß nicht, was ich tue, weil ich eine Frau bin. Scheiß auf die Wichser. So ist Ich es. habe noch jeden Mann, der mir im Weg stand, erledigt. Das glaube ich gern, junge Frau. Ja. Wir haben beim letzten Mal mit der Frau geredet und haben jetzt hier immer noch ein bisschen was zu tun. Denn wir sind immer noch auf der Spur von diesem Typen, der da oben in seinem Penthouse sitzt und keine Ahnung, irgendwas tut. Und das hier war die Innenstadt, ne? Das heißt, wir müssten eigentlich hier weitermachen. Aber nein, das ist ja der DLC. Ich würde sagen, wir fahren da einfach mal kurz hin. Man möchte uns verbieten, hier durchzufahren. Da lache ich, haha. So. Wir schauen uns das mal kurz an. Ich muss nur kurz meine Tastatur ein bisschen anders hinlegen, dann kann ich wieder ein bisschen driften, weil ich das ja so gut kann. So, der war doch nicht schlecht. Also da kann ich mich nicht beschweren. So. Oh nee, ausgerechnet jetzt sind hier überall die Cops. Ja, natürlich auch noch die Polizei. Na wunderbar. Ich fahre mal hier lang und hoffe, dass die mich nicht sehen. So ist es. Nee, ich bin außer Sichtweite. Ihr seht mich nicht. Ach nee, leck mich. Gut, das ist jetzt nicht so gut, obwohl es ist eigentlich egal. Oder auch nicht. Ja. Upsi. Haben die uns auf den Reifen geschossen? Na, solange es nur eine Fahrerflucht ist, sollten wir ja froh drum sein. Nein, ich habe den nicht gesehen. Ich habe woanders hingeguckt. Ja, nur nicht hier, ne? Das ist klar. Oh Gott, ich fahre echt wie die letzte Sau, ne? Wir fahren mal geradeaus. Ich glaube, da suchen die uns nicht so im Bahnhof drin. Oh, Jesus, take the wheel. Ich hab's leider immer mit diesen Eskalationen, ne? Da ist schon wieder der nächste, der uns umlegen will. Also es ist die ganze Zeit Action hier. Aber die Musik ist ganz cool. Ach, ich wünschte, ich könnte wirklich die Musik richtig laut im Stream anmachen, aber ich habe immer Angst, dass es dann richtig fette Claims und Strikes gibt. Dann auch auf YouTube hinterher. Na gut, immerhin sind wir jetzt wieder frei. Okay. Und was sollen wir hier jetzt tun? Sollen wir hier mit jemandem reden oder was ist die Mission? Das verstehe ich nicht. Ich meine, das Ding gehört uns ja im Grunde genommen jetzt einfach nur, oder? Vergiss das Rathaus, du kommst bei keinem Bauvorhaben weiter, wenn du nicht erst hierher kommst. Verdiene 62.000 von 60.000. Also wir haben jetzt im Grunde genommen schon einen Teil. Aber wie soll ich jetzt Geld verdienen? Das verstehe ich nicht. Vielleicht bin ich blöd. Das ist gut möglich.
Sollen wir vielleicht mit denen da reden? Das wäre mal eine Idee. Hallöchen, hat jemand Ahnung von dem, was er hier tut? Von Ihnen vielleicht? Ja, hört sich nicht so an. Die sind alle genauso lost wie wir. Ja, wunderbar. So. Ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen umsonst hingefahren. Kann das? Wir gehen nochmal da hoch. Genau so wird's sein. Ja, gut. Wir gehen mal die Treppen hoch. Ja. Nee, das wird nix. Wir gehen mal die Treppen hoch, wie es zivilisierte Menschen tun. So. Ja, ich glaube, die wollen uns hier im Grunde genommen nur zeigen, hier, das ist deine Bude, viel Spaß damit. Hier ist halt nichts, ne? Da wird dann bestimmt noch langfristig irgendwas kommen, nehme ich mal an. So, habe ich nicht irgendwo geparkt? Ja, da vorne irgendwo. Ja, vielleicht möchte man uns einfach nur sagen, ach, die haben für uns umgeparkt wahrscheinlich und mein Auto ist wieder in Top-Zustand, wunderbar. Die wollen uns wahrscheinlich einfach nur sagen, hier ist dein, Dingens. Wir schauen uns das mal an, aber ich glaube, da können wir auch nichts machen, oder? Das sah komisch aus. Ach, das ist der Typ, der hier unten im Parkhaus gechillt hat. Ich erinnere mich. Schauen wir uns das mal an. Da steht tatsächlich jemand. Erzähl mir was. Sie was von dem Zeug in Frankies Erpressungsmaterial gesehen? Manches davon ist... Wow! Mhm. Sie haben also diesen Riesenwirbel auf der Baustelle verursacht. Mhm. Das hat mir eine Menge Stoff geliefert. Ich bin sowas von unschuldig. Der Typ hilft uns aber gerade einfach nicht. Gestiegen, seit Sie Bernards Laden aufgemischt haben. Bleiben Sie dran. Gut. Ich glaube, das können wir uns sparen. Ich glaube, wir sind hier tatsächlich für den Moment durch. Das ist ein bisschen verwirrend gemacht, aber ist okay. Hier können wir nichts mehr machen, hier können wir nichts mehr machen. Achso, ja, hier haben wir ja im Prinzip dasselbe, ne? Stimmt, ja, 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 wir können das irgendwie noch erhöhen und so, dies, das, aber das werden wir jetzt nicht tun. Hm, wir machen erstmal das hier. Denke ich. Ja, wir machen erstmal das da. Hello again, welcome back. Willkommen zurück. Auf zu Pablo. Ich mag den Namen irgendwie, ich finde ihn cool. Würde ich in irgendeinem spanischen Land wohnen, würde ich mein Kind, glaube ich, Pablo nennen. Kleine Side-Story, die ich ja einfach mal so im Stream droppen kann. Früher in der Schule habe ich immer so Comics im Unterricht gezeichnet, weil mir halt langweilig war. Und da habe ich einen Kaktus, ja, quasi als Hauptfigur, kann man sagen, gehabt. Und der hieß auch Pablo. Fragt mich nicht, warum. Ich fand es einfach lustig. Meine Zeichenskills und ich sag's euch. Upsi, ich bin in Cops reingefahren. Ja, ich ergebe mich. Bitte verhaften Sie mich nicht. Okay, verhalt in mich rein, kein Problem. Deswegen rasten die so aus, weil ich den ein bisschen reingefahren bin. Ist okay. Das alles wäre viel mehr Grund auszurasten.
Aus dem Weg! An alle Einheiten. Verdächtiger Tick vor Haber gesichtet. Nee, ich wurde hier nicht gesichtet. Ich bin hier auch nicht. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigen verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Alles eine große Lüge. Okay, wo bin ich hier? Okay, let's go. Wer sind Sie? Erzählen Sie mir was. Sie haben auf mich gewartet, oder? Richtig, Pablo Duarte. Gehören Sie zur Firma? Nicht direkt. Ist das ein Problem? Nicht, wenn Sie helfen können, zu verhindern, dass Geld an diese Kommunistenschweine in Kuba geht. Sie sind beim kubanischen Revolutionsrat. Ich habe dieses Desaster überlebt damals im Jahr 61. Bin hier gelandet. Ich habe aber noch Verbindungen. So hatte ich dann Frank Paganis Schmuggelorganisation auf dem Radar. Einer von seinen Leuten, Pops Holland, betreibt den Frachthof. Macht eine Menge Geschäfte mit Havanna. Von diesem Kommi-Gelaber über gemeinsam besitzet mir kotzübel. Diesen verdammten Motherfuckern ist nur Geld wichtig. Seit Marcano River Row verloren hat, lässt er Pops Lagerhäuser leerräumen. Er lässt sogar seine beschissenen Waren übers Wasser einfliegen. Keine Ahnung, wo genau sie abgeworfen werden, aber Pops hat einen Funker, der für ihn arbeitet. Und der weiß Bescheid. Ich bin mir sicher, Pops Leute werden mir liebend gerne helfen. Ich komme wieder, Pablo. Die Penner, die für Pops Holland arbeiten, wissen, was er plant. Sie müssen an sie rankommen. Wunderbar. Ja, ich mag Pablo. Ich finde den Namen toll. Ich sag's, wie es ist. Ich finde ihn richtig sympathisch. Ich kann nicht mal genau erklären, warum. Es klingt irgendwie einfach sympathisch. So, dann schauen wir mal, was Pablo uns so für interessante Informationen gegeben hat. Ich würde sagen, wir machen so eine kleine Runde. Wir holen uns erstmal den und dann zum Schluss den. Und das müssen wir ausmachen, das ist Copyright-Musik. So. Auf dieses Drama habe ich keine Lust. Aber es ist halt wirklich so, also ich hatte es noch nie so intensiv auf YouTube, dass einfach jede verdammte Folge geclaimed wird. Also wirklich jede. Das ist ganz verrückt. Da müsste ich wirklich gefühlt den ganzen Sound rausschneiden, damit das Ganze auf YouTube bleiben kann. Zumindest ohne Copyright-Verletzungen. Oh nein, jemand ist gefallen. Nächstes Mal hältst du deine Klappe. Ich glaube, wir sollten mal unsere Waffe wechseln. Ja, komm schön zu mir. Der Boss wurde getötet. Ja. Ich glaube, schnappen muss sich jetzt keiner mehr irgendwie in Geld. Das hat sich irgendwie erledigt. Ach, das sind Waren von denen. Hier drin auch. Ist da Geld drin? Sieht nicht so aus. Ich will nur das Geld haben. Dankeschön. So, ich nehme das. Ich nehme das. Ich nehme das Geld. Ja, ich glaube, ich habe aus Versehen ein paar Unschuldige von denen gekillt. Naja. Ich meine, die arbeiten ja hier, also Berufsrisiko, würde ich sagen. Da hinten chillen auch irgendwelche und die haben einfach so, die juckt es einfach nicht.
Ach so, die sind hier in dem Laden drin, ich verstehe. So. Jemand ist auf der Suche. Wonach, wenn ich fragen darf? Hier nach? Kleines Geschenk. So. Wir sollen die Karre kaputt machen. Kann ich die da auch einfach kaputt fahren? Ist das möglich? Ich meine, das dauert nicht lange. Ich mach mal kurz die Musik aus. Hui. Hier ist doch Wasser in der Nähe. Können wir die nicht irgendwie ins Wasser fahren? Das wäre doch mal was. Ja, natürlich sind hier irgendwelche Zäune, die uns davon abbringen wollen. Aber hier wird doch irgendwo ein Zugang zum Wasser sein, da bin ich sicher. So, da. Guck mal, wir springen einfach vorher raus. Ich kann nicht vorher, doch, ich kann vorher rausspringen. Wunderbar, tschüss Auto. Ein Boot. War nicht unser nächster Auftrag am Wasser? Anscheinend schon. Ich werde jetzt einfach ein Boot fahren. Perfekt. Und das Boot hat einen Spiegel, wie cool. Oh, manche Sachen sind schon echt lustig. So, ich bin jetzt einfach Kapitän. Komme ich da hoch? Ich glaube es nicht. Nee, das wird nix. What was your dinner today? I had some bread with some Indian... I don't know. I wouldn't say it was cheese. It was interesting, but it was very tasty. Tell me about your dinner. War bestimmt interessanter als meins. So, hallo, ich muss irgendwie in den Laden rein. Gibt's irgendeine Möglichkeit? I had sausages and chips. I like chips. Alles klar? Meine scheiß Ader. Das ist richtig heftig. Oh nein. Jemand ist tot. Oh nein, da ist was kaputt gegangen. Hi. Ich glaube das nicht. Ich denke nicht, dass du zum Telefon gehst, mein Freund. Ich glaube das nicht. Tschüss. Geld. So. Das war sogar viel. Oder auch nicht. 500, glaube ich, oder so. Ach ja. Du gehst in Deckung von mir. Okay, interessant.
Aber hier ist doch noch irgendwo Geld. Hier? Ah, Toilet Money. So, dann erzähl mir mal was, mein Freund. Papst Harlins Schmuggelgeschäfte. Erzähl mir, was du weißt. Der Abwurf findet am Yachthafen statt. Ein angepisster Motherfucker namens Butterbean regelt dort alles. Töten, verschonen, beides bringt uns nichts, aber der hat mir halt eigentlich nichts getan, ne? Gehört jetzt mir. Deswegen ist okay. Das ist nicht so gut. So, ich glaube, wir müssen uns irgendwie auf den Weg mal irgendwie hier durchmachen. More toilet stuff. Yes, I love that we are still talking about toilet stuff and dinner. That's kind of funny. Tschüss. So. Okay, da ist noch irgendein Typ. Und da ist noch Geld. Das Geld nehme ich. Bitte entschuldigen Sie, dass Matty letzte Woche nicht zur Arbeit kommen konnte. Seine Verdauung war sehr durcheinander. Oh. I love this note. It's amazing. Seine Verdauung war sehr durcheinander. Ich sterbe. Sehr durcheinander. Ja, das passt zu mir. Ich bin auch immer sehr durcheinander. Deswegen, ich fühle das kein Problem. Ja, ich würde sagen, wir können eigentlich jetzt abhauen, oder? Da wäre noch ein bisschen Zeug gewesen, was wir kaputt machen könnten. Ich überlege, lohnt sich das? Vielleicht mal gucken. Ich meine, jeder Schaden zählt ja so ein bisschen und das ist auch direkt hier. Hallo? Ich bin nur hier, um was kaputt zu machen. Scheiße. Ist das eine Kanone? Nein, das ist keine. So. Ich weiß gar nicht, müssen wir überhaupt? Ich glaube, es bringt gar nichts, jetzt mit dem Boot zu fahren, aber wir machen es einfach trotzdem. I don't know how this dinner thing originated from I think I asked one time and you said something stupid like bread and breadsticks and I was like, what the fuck? And here we are, yeah. Could be true, to be honest. Because sometimes I'm just too lazy to make something special for dinner, so... Ich guck einmal ganz kurz, Moment. Wir müssen ja noch hier, nee. Hier hin. Da können wir mit dem Boot hinfahren, wie passend. Ach ja. But I have a question. Do you have, like some kind of pizza stuff at McDonald's in the UK? Because we have this in Germany now. And it's just amazing, to be honest. I love it. Hab's mir direkt gegönnt, als es rauskam. I don't know, I haven't had McDonald's in months. I need to check. Yes, you should do this. These are amazing. It's like... It's kind of pizza stuff, but it's like... I don't know. It's like a closed pizza. I hope you know what I'm trying to say.
Hallöchen. Auf jeden Fall, diese Pizzataschen sind super lecker. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und diese, ich finde die auch gar nicht so teuer. What it's called, it's in Germany, it's called Pizzatasche or something like that. Wait a second, I have to check. But I don't know how it's called in English. Warte, ich gucke. Produkte, Aktions-Highlights, Pizzataschen, ja. I searched pizza, it got no results. So maybe, first check the Italian version, because they are originally from Italy, but, I don't know. Thank God I have a friend in Italy, and she said that they have this kind of stuff all the time, and now I'm very jealous. Jetzt mach gefälligst mal. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Want me to check the Italian menu? Yes, please do it. Then you can tell me how it's called in English. This pizza stuff. Das machst du mal nicht, ne? Durchs Fenster. Frech. Or maybe you could check the German menu, because we have this too. I need to translate everything to English first. Yeah, maybe you should do this. Mir egal, ob die so weit sind oder nicht. Wir können 52 verdammte einarmige Banditen nicht so lange an den Docks rumstehen lassen. Die Hafenbehörde fängt schon an, dumme Fragen zu stellen. Okay, so in Germany it's called like this. Just a second. Like this. In was für einem Lagerhaus sind wir hier? Irgendwie ist es ganz cool, aber irgendwie auch nicht. Werf da einfach mal eine Granate rein. Der Verdächtige ist bewaffnet und gefährlich. Verstärkung ist unterwegs. Ach komm. Ich werde mich jetzt einfach verstecken. Das ist aber viel Geld. Ah, das sind die einarmigen Banditen. Wie cool. Ja, ich würde sagen, wir bleiben jetzt einfach hier drin, bis die Bullen wieder abhauen. Let me go to McDonald's Deutschland. Okay, have fun. Ich frage mich echt, wie man Pizzataschen auf Englisch sagt. Ich könnte es googeln, aber naja, ich bin faul. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Wunderbar. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Mhm. So. Neues Auto, neues Glück. Ich mag das Auto nicht, es fährt sich nicht gut. Das neue tschechische Parlament hat diese Woche Gesetze zur Abschaffung der Presse- und Versammlungsfreiheit erlassen. Dies setzt einen Schlussstrich über die jüngsten Reformen der Tschechoslowakei für Demokratie und persönliche Freiheit. Check Twitter, please. I need to send a screenshot. Okay, just a second. Okay, I'm on Twitter now.
Deckung! Scheiße! Granate! Das ist ja die reinste Schießbude hier! So ist es. Mach mal nicht. Habt ihr Arschlöcher mich vergessen? Wie passend. Okay, den sind wir schon mal los. Den da hinten hingegen noch nicht. Okay, ich glaube, den Braut müssen wir einen Moment geben. Moment. Yes, that's it on the screenshot. That's it. So how is this kind of stuff called in English? That would be very interesting to know. Ah, it's called pizza pockets. Oh, I know these. You can buy these in the supermarket. Amazing. Thank you very much. Good to know. Oh. Da hat's wohl gerumst. Mann, wieso geht die Karre nicht kaputt? So next time when I'm going to the UK, I know what I'm searching for. Okay, wir haben einfach nichts mehr. Was ist das? Wenn ich da jetzt drauf schieße, explodiert es dann? Naja, so ein bisschen. Besser als nichts, würde ich sagen. Perfekt. It's not a thing here, I just eat, I searched pizza and got nothing. Ah, okay. I'm not finished this prime stuff yet, but I'm kind of getting sick of it and I only bought it today. Oh. That doesn't sound very good, so maybe you have to go back to the basics, you know, back to Coke. Like Amy Winehouse said, back to black, you know? Because Coke is black. Oh, that was such a bad joke. Ich möchte mich aus dem Fenster stürzen für diesen Joke. So, yeah, maybe, yeah, I think so. Back to black. Ah, ich kann das alles nicht mehr. Junior ist jetzt ziemlich am Arsch, was? Das hoffe ich. Wenn du annimmst, werden alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Warte mal, ich guck mal. Boah, weiß ich nicht. Ach komm, wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Komm, let's go. Ich höre, du hast diesen kleinen Speed-verrückten Junior aufgescheucht. Hatte ich auch nicht anders vor. Ein Kumpel von mir hat einen guten Draht zur Best Oil. Er sagt, Junior ist angerauscht und macht den Leuten nun die Hölle heiß, bis der Laden wieder läuft. Ich wusste gar nicht, dass Junior Holland so motiviert sein kann. Wenn dir Sal Meccano am Arsch hängt, bewegst du dich schon schnell genug.
Das und all das Speed, das er nimmt. Wenn du ihn verdrischst, sag ihm, er hätte sich nicht mit Gina Kowalski anlegen sollen. Hm. Wir sehen uns später, Gina. Junior ist ein hinterhältiger Scheißkerl. Hol ihn dir. Okay, ich habe irgendeine Errungenschaft freigeschaltet. Wunderbar. Just like how I always say, Apple Vanilla, I have to put this on the blacklist soon. So. Normalerweise bin ich ja immer dafür, dass wir alle Geschäftsziele erledigen, einfach weil wir es machen können und die Zeit dafür haben. Aber irgendwie habe ich heute keine Lust, das jetzt nochmal zu machen. Das war irgendwie alles so, weiß ich nicht, da kam gerade nichts Neues. Sonst ist das ja alles super innovativ und neu. Hm. Naja. So. Maybe Prime is your Apple Vanilla, but to me. Tja, zum Glück bin ich nicht so gerissen, wie ich glaube. Hat schon mal gut funktioniert. Die haben mich alle direkt gesehen, auf jeden Fall. Naja, wir nehmen das Geld mit. Und ich sollte eventuell nicht sterben. Ich habe gerade 26.000 in der Tasche. Wir können den Shop ausleeren. Nehme ich. $41, ja gut. Besser als nix. Now looking at this McDonald's stuff... I now want it. Yeah, same. I love these. And they are kind of cheap, to be honest. I was expecting a higher price. Er hat einen von unseren Jungs gekillt. Hier liegt eine Leiche. Nee, hier liegt keine Leiche. Das ist Quatsch. Oh nein! I'm not on about the pizza stuff, I just want McDonald's. Okay, what special stuff do you have in the UK at McDonald's? Please tell me. Du wusstest gar nicht, sei ruhig. But honestly, I would like to have this pizza stuff right now. Okay, Moment, ich will lesen. Junior, ich bin schon länger ein treuer Kunde, als du überhaupt auf der Welt bist. Dein Daddy und ich kennen uns seit 1947. Wenn ich also einen gelben De Leo Cashmere bestelle, möchte ich auch genau den bekommen. Ich möchte nicht, dass du einfach versuchst, mir einen roten Cashmere anzudrehen, als wäre ich ein Kind, das nicht weiß, was es will. Bring das in Ordnung sofort. I don't know, but I don't religiously study the McDonald's menu. I do. As I said, I haven't had in months. Okay. So you don't have, I don't know, the McDonald's app on your phone or something? Because honestly, I have. Da muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin da zwar auch echt nicht oft, aber weiß ich nicht. Ich habe da immer so 1000 Punkte und dann kriege ich halt einfach irgendwas umsonst. Und dann denke ich mir mal, umsonst.
So. Schauen wir mal. Feindliche Zone, ja, ich glaube das auch. Oh nein, jemand ist gestorben, wie ärgerlich. Oh, hier sind voll viele. Okay, wir gehen mal woanders lang. So, Hallöchen. Ich will das Geld haben. Moment. I don't just think like I wonder if McDonald's have anything new. I just get the same thing every time from McDonald's as well. When I do have it, I just saw this Philly cheese steak burger thing. Oh, that sounds interesting. Honestly, I'm just going there because of new stuff. When they would have the same things all the time, I wouldn't go. Ich werde nicht aufhören, dich zu suchen. Wunderbar, dann such mich mal schön. So. Some barbecue smokehouse burger. Interesting. Vielleicht sollte ich mal da drüben raus. Scheiße, er ist weg, verdammt nochmal. Zurück und schau da drüben nach. Scheiße, Scheiße. So. Hallöchen. Dann, junger Mann, erzählen Sie mir was. Wo sind jetzt deine dicken Eier, Kleiner? Nicht hier. So, jetzt müssen wir das wieder zuweisen. Kontrollierte Bezirke 2, Moment. 2 und 1. Ja gut, dann kriegt er den. Es passt sowieso zu ihm. Autos. Wunderbar. Wenn wir Tick vor Harbor halten sollen, brauche ich ein paar deiner Leute. Ich schicke meine Jungs da raus. Aber du sollst wissen, dass ich nicht zufrieden damit bin, wie unser letztes Treffen lief. Es war flucht schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Ach, heul nicht so viel. Ich gebe dir doch jetzt hier deinen Bezirk. Just go to like McDonald's UK or something to check these things there. I will do this. Rede mit Donovan über Frank Pagani, keine Ahnung. Über Frank. Werden wir tun. Ich gucke einmal kurz auf die Zeit. Ja, wir haben ja noch eine Viertelstunde. Die Cops bestechen, ja, interessant. Unser Auto, auch interessant. Wir sollten mal die Geldfrau gleich mal kontaktieren, sage ich mal. Machen wir jetzt mal sofort. Bin in Tick vor. Schick mir jemanden zum Bargeld abholen. Etwas Geduld, bin sofort da. Willst du was einzahlen, Darling? Bin unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. Danke, dass du in mein Auto fährst. Ach ja, sie hat genauso gute Driving Skills wie ich. Ich lieb's. Any ideas what's after Mafia, maybe Thief Simulator 2? I don't know, but I think Mafia will take a minute, so... There's a lot of stuff left. We will see. Ich könnte die 70 Meter natürlich jetzt laufen. Allerdings bin ich eine faule Sau. Dementsprechend fahre ich sie. So.
Achso, der chillt hier in seinem Auto. Erzähl mir was. Ich habe ein Gespräch abgehört zwischen Mr. Frank Pagani und Tommy Marcano. Als erstes hörst du die Stimme von Frank. Scheiße, was soll das heißen, Beck? Er ist reingekommen und hat alle umgebracht. So eine verdammte Sauerei. Ich hab's Sale noch nie so angepisst erlebt. Du kommst schleunigst wieder her, ist das klar? Ach, Sale ist angepisst? Und was ist mit mir, hä? Ich reiß mir hier meinen Arsch auf und jetzt soll ich die Scheiße auch noch erledigen. Ich hab dir gesagt, ich regle das und das werde ich auch machen. Wenn du hier bist und Ruhe eingekehrt ist, bringe ich alles wieder in Ordnung. Das möchte ich dir auch geraten haben. Mein Boot legt in ein paar Minuten ab. Ich mach noch ein paar Sachen fertig. Dann fliege ich so schnell wie möglich zurück. Ich hab mich bei der Hafenbehörde erkundigt. Die Tanager wird jeden Augenblick zurückerwartet. Frank ist ein gerissenes Bürschchen. Ich habe keine Ahnung, wo er hin will, wenn er wieder in der Stadt ist. Sein Auto ist aber immer noch auf der Tanager. Und soviel ich weiß, liebt er die Scheißkarre über alles. Also wenn ich aufs Boot komme und das Ding hier anbringe, können wir seiner Karre überall hin folgen. Das Modell haben wir auch gegen die Sowjets eingesetzt. Es hat einen Quecksilbertrigger. Wenn du ein Signal hast, einfach hinterherfahren. Okay, sobald ich das Ding an sein Auto geklebt habe, nehme ich den Rest von seinem Viertel auseinander. Kein Bock auf halbgare Zustände. Frank weiß deine Gründlichkeit bestimmt zu schätzen. Wunderbar, dann gehen wir jetzt also noch auf ein Schiff. Und dann machen wir auch, denke ich, Schluss für heute. Hat er nicht dasselbe Auto, was wir jetzt gerade haben? Das beweist ehrlich gesagt nicht unbedingt guten Geschmack, denn das Auto ist nicht unbedingt gut. Upsi. Kleiner Unfall. Vielleicht sollen wir uns vorher noch ein bisschen Munition holen. Oh nein, jemand ist gestorben. Ich bin draußen am Hafen und brauche Nachschub. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Mon Dieu. Ach, da ist er. Hallo. Irgendwas dabei, was du brauchst. Sag mir mal, was du hast. So. Munition benötigen wir auf jeden Fall. Ausrüstung. Voll. Gut. Okay, dann haben wir alles. Let's go. Okay, let's go. Gut, da hätte ich wahrscheinlich auch hinfahren können. Dann tun wir das mal. Oh, oh. Die fahren auch einfach an der Leiche vorbei. Die juckt das einfach nicht. I'm getting food, be right back. Okay, have fun at McDonald's. Ach ja, ich wünschte, ich könnte mir jetzt auch noch solche Pizzataschen holen, aber ich werde jetzt, glaube ich, nicht nochmal rausgehen. It's leftovers, lol. Yeah, that's what I would say too. Komme ich hier rein? Anscheinend nicht. Aber ich komme hier rein. Nein! Enttäuschend. Aber vielleicht kommen wir irgendwie, weiß ich nicht, da hoch. Ja doch, da sehe ich eine Treppe. Ach ja. Schauen wir mal, was wird. Was ist das da hinten? Sieht ganz cool aus.
Wiedersehen. Mist, ich dachte, wir könnten hier jetzt so ein bisschen cheaten, aber natürlich funktioniert das nicht. Oh nein, da liegt jemand. Niemanden. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der jetzt von hinten kommt, wenn ich ehrlich bin. Hat er zum Glück nicht gemacht. Da hatten wir Glück. Wieso sind da noch so zwei Typen hinter der Mauer? Das verstehe ich nicht ganz. Ich bin nicht weg. Ich bin doch hier. Ihr Dussel. So. Ach so. Wahrscheinlich hätte ich auch irgendwie hier lang gehen können. Was ich sagen wollte, ich überlege gerade. Ach so, ja, stimmt. Sorry, wenn ich zwischendurch so ein bisschen so Wortfindungsstörungen habe. Ich bin halt echt einfach ein bisschen müde gerade. Wir machen auch bald Schluss. Wir machen jetzt noch diese Mission hier zu Ende und dann machen wir Schluss für heute. Aber ja, es ist ganz lustig. Wie komme ich da jetzt drauf? Okay, es ist schon mal das richtige Boot. So viel wissen wir schon mal. Ich hätte gesagt, vielleicht über dieses Ding hier, aber das sieht ja nicht so aus, ne? Ach so, es gibt einen Eingang, ja. Perfekt. Das heißt, wir betreten dieses Boot, wie es normale Menschen tun. Könnt ihr das glauben? Ich kann es nicht. Es kommt mir sehr sass vor. Auf jeden Fall fordert der Kerl Frank zu einem Rennen um die Papiere. Sehr sass. Wo sind die Typen? Wahrscheinlich da oben auf diesem Zwischendeck. Komme ich da auch drauf? Sieht nicht so aus. Enttäuschend. Ich trinke kurz was. Moment. Ich war noch die ganze Zeit auf laut. Sorry, ich hoffe, ihr habt mich trotzdem gut gehört. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, ne? Gut, sie sind hier. So. Gute Nacht.
auch noch beleidigend werden. Ich glaube es wohl. Absolute Frechheit. So, wir sind jetzt an Deck quasi. Tschüssi. So, den haben wir. Dann geh doch. Der Scheißkerl hat mich getroffen. So ist es. So. Wieso stehen hier überall Autos rum? Oh. Die gehören dazu. Ja gut, damit habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz gerechnet. So. Gute Nacht. Wir gehen mal hier hin. Ich glaube, von hier aus können wir die ganz gut erledigen. Ich mach ihn alle. Hier kommst du nicht raus. Da haben wir jemanden. Ach, da sind zwei. Back, welcome back. Ich bin gar nicht hier. Ja, such mal Schutz. Der hat mich gerade, glaube ich, auch schon mal erwischt. I'm back to basics with the Coke. Yeah, I think that's a good idea. Ja, dann geh mal. Ich spring mal hier rüber und sterbe. Wunderbar. wo muss ich jetzt neu anfangen? Ich hoffe nicht die ganze Mission, aber bestimmt nicht, oder? Hätte ich nicht auch einfach ins Wasser springen können? Ich glaube, das wäre schlauer gewesen. Ach so, ab hier. Naja gut, das geht ja noch. Ich würde auch sagen, wir machen es jetzt genauso, wie ich es mir eben gedacht habe. So. Wunderbar. Da habe ich doch direkt passend getroffen. Ach so. Ich gehe hier einfach mal so lang. Das wäre natürlich jetzt nett gewesen, wenn hier so ein seitliches Zweitboot gewesen wäre. Ist es auch, ja, perfekt. Man hat an uns gedacht. Los. The Prime can go away. Oh, that's sad. Ich überlege gerade, wo müssen wir als nächstes sowieso hin? Was ist das? Rede mit Pater James? Ja, weiß ich nicht. Erledige irgendwas. Das könnten wir eigentlich noch machen. Guck mal, das ist hier direkt um die Ecke. Da holen wir uns kurz Butterbienen. Das klingt schon lustig. So, ich würde sagen, perfekt eingeparkt. Perfect Parking Skills. Like, I enjoyed it for the first hour, then I was like, this is strange. Yeah. Sounds interesting. So, wo ist unser Freund Barabin? Das klingt schon echt funny. Meine Maus funktioniert nicht mehr. Okay, jetzt doch. Ach so, man wollte wahrscheinlich auf irgendwas drauf freezen.
Ich verstehe, aber das hat nicht so gut funktioniert. Ich dachte nur, meine Maus wäre kaputt. Gut, da komme ich jetzt natürlich nicht rüber. Achso, die sind hier auch überall. Ja, interessant. It's overrated. Yeah. I don't know about this, but... I know what you mean. So. Wir müssen dieses Arschloch finden. Wer soll das sein? Die Person, über die Sie hier so unfreundlich sprechen? Eins kann ich sagen, ich bin es nicht. I'm eating my sausages and chips leftovers. I would like to have chips too. So I'm a little bit jealous. Du weißt schon, dass der Behälter da mit Sprit gefüllt ist, oder? Oh nein! Da ist wohl ein Unfall passiert. Wie ärgerlich. Das ist ein Krokodil, ich verstehe. Autschi. Das war aber unhöflich. When's your next 8-month break? Tomorrow? What do you think? Ich muss nachladen. Der Drecksack gehört mir. I think tomorrow would be great. Das ist dein Ernst? Oh oh. Okay, yeah, that's fine. See you soon. So, stirb. Miststück. Ach Gott, wo sind wir hier gelandet? Jetzt wird's lustig, Kleiner. Ist es so? Sagt es gerne nochmal. Kein Problem, kein Problem. Gut, das ist dann wohl untergegangen. Wo sind wir hier? Ich meine, wir haben die Schadenssumme schon erreicht. Ich glaube, wir sollten jetzt langsam einfach aufhören und uns das Geld sparen. Und die Munition. Das wäre, glaube ich, ganz schlau. So. Können wir da hoch? Ich würde gerne. Cool. Ich will da rein.
Wieso kann ich nicht rein? Ich will rein. Notiz. Popes Holland hat mir erzählt, du jammerst rum, weil du mit Mr. Pagani nach Kuba musst. Er meinte, du wolltest frei haben, um auf irgendeine Hochzeit zu gehen oder so einen Scheiß. Möchtest du geregelte Arbeitszeit, 8 Stunden Montag bis Freitag, dann such dir eine Stelle in einer beschissenen Bank. Wenn nicht, dann tu, was man dir sagt und halt die Schnauze. Wunderbar, sehr freundlich. Sehr freundlich, sehr sympathisch, man kann sich unterhalten. Oh, die haben sogar einen Knast hier. Na toll. So. Hier wird mir aber noch eins im Wasser angezeigt. Gut. Aber an der Schadenssumme tut sich nichts mehr. Dementsprechend würde ich sagen, wir holen noch das Zeug hier. Wir sehen zu, dass wir hier rauskommen. Und dann machen wir für heute Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir mal schauen, was uns hier noch so alles in der City erwartet und was uns Pablo so zu sagen hat. Bis dahin.